Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute geht es mal um die wichtigsten Fragen oder vielmehr die meistgestellten Fragen unter den letzten Videos. Was mit dem Bojenkasten? Wie kann man mehr Manufakturen bekommen? Wie kann man am besten farmen? Wo gibt's Shellac? Wo gibt's Lack? Und so weiter und so fort. Wie upgrade ich meine Schiffe? Würde ich sagen, machen wir heute mal einen kleinen Rundumschlag und ich versuche alle Infos, die ich habe, mit euch zu teilen, damit ihr eine bessere Zeit als Skull and Bones habt, weil ich glaube, ihr macht euch die Dinge ein bisschen zu schwer. Und ich denke, das Video hier wird euch sehr weiterhelfen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal an alle, die die Manufakturen übernehmen und diese nicht gut geschrieben bekommen. Das hatte ich zwar in einem anderen Video, als ich mir die Season angeguckt hatte, gezeigt. Aber nochmal hier zur Verdeutlichung. Wenn ihr hier im Ruderclub seid und dann hier an das Ruder Imperium geht, dann gibt es ganz hinten, ganz rechts ein den Reiter Verbesserung und ganz rechts gibt es das Buch Imperium. Und bei Imperium müsst ihr leveln, damit ihr mehr Manufakturen im Besitz haben dürft. Ich glaube, ganz am Anfang das erste Level ist 10. Ich glaube, grundsätzlich waren es 8, dann geht es auf 10. Und umso weiter ihr hochkommt, ihr habt 12, kommt ihr immer weiter hoch. Und ganz am Ende, wenn ihr es komplett durchgelevelt habt, kommt ihr auf 6 und 70 Manufakturen im Besitz und das braucht ihr, damit ihr mehr Manufakturen im Besitz haben könnt. Das zweite, wo sich manche Leute ein wenig zu viel Arbeit machen, sind die Veredelungs-Items. Das bedeutet Fensterglas, Shellac, Formsand und Holzteer bzw. Holzpech. Da gibt es ja immer diese Grundmaterialien: Scheibenglas, Holzteer, Shellac und Formsand und ich weiß, der ist schwierig zu farmen. Da gibt es aber einen riesigen Top-Tipp. Und zwar, ignoriert das Farmen, konzentriert euch auf eure Manufakturen und darauf, dass die Manufakturen automatisch eingesammelt werden, so wie es bei mir aktuell der Fall ist. Ich habe ja schon öfters mal erzählt, dass ich mich nur auf Rote Insel konzentriere. Den hier habe ich aus Versehen genommen, hole ich aber auch nicht ab. Das heißt, ich habe nur die Rote Insel auf Stufe 8, aktuelle 100.000 Achtermünzen. Und um meine Schiffe abzugraden, gehe ich zum Schwarzmarkt mit den Achtermünzen, die ich jeden Tag bekomme, ohne irgendwas dafür zu tun. Ich mache nichts, was die Achtermünzen angeht. Ich hole nur Silber ran mit meinem Silbertrick. Wer den Silbertrick nicht kennt, auf jeden Fall hier nochmal das Video abchecken. Mit dem unendlichen Silbertrick starte ich meine Manufakturen. Achtermünzen kommen automatisch rein und die ganzen Materialien, die man zum Upgraden von dem Schiff braucht, kaufe ich mir hier beim Schwarzmarkt. Denn hier gibt es einmal Formsand, Kalk, Holzteer, Zahnrad und hier gibt es Rohsalpeter, Shellac, Schraubgewinde, Scheibenglas. Hier gibt es noch tausend andere Sachen, wie zum Beispiel Aal, Zwirn, Basthulpe, Salpeter, Orca, Schraubgewinde und Lindwurmatem. Aber ich glaube, das, was wo die meisten Probleme haben, sind Formsand und Shellac. Den könnt ihr einfach kaufen, geht ihr hier ran. Wenn das mal nicht verbuggt ist, holt euch 100, zack. Und dann kostet das zwar 20.000 Achtermünzen. Aber Leute, was wollt ihr sonst mit den Achtermünzen machen? Also jeder, der jetzt in ein paar Tagen, ich habe wirklich nicht viel gespielt, aber ihr seid bestimmt schon viel weiter als ich im Ruder-Imperium. Wie viel habe ich? 18 Manufakturen. Sagen wir mal, wenn ihr 15 Manufakturen habt, dann könnt ihr euch das schon leisten und beim Schwarzmarkt alles kaufen. Alles könnt ihr beim Schwarzmarkt natürlich nicht kaufen. Sowas wie zum Beispiel Sehne, was ja essentiell ist zum Upgraden der Sambuke. Oder Torsionsfedern und Präzisionsbohrer. Die müsst ihr tatsächlich farmen in der Welt. Da gibt es aber auch einen kleinen Trick, den ich euch mitgeben kann. Und zwar könnt ihr hier auf den Codex gehen und hier im Codex nach jedem Item suchen. Und wenn ihr hier zum Beispiel auf die Sehne geht und sagt verfolgen, dann sagt er euch auf der Karte ganz genau, wo es das gibt. Bei Sehne weiß ich es auch schon auswendig. Ihr müsst für Sehne dieses Lager hier, diese Siedlung plündern. Wenn ihr alleine seid, gibt es immer eine Sehne. Wenn ihr zu zweit seid, gibt es zwei Sehnen. Und wenn ihr mit einer Dreiergruppe seid, das ist auch egal, wo die Leute gerade sind, kriegt ihr vier Sehnen auf einmal. Zum ersten Mal upgraden, das Sambuke braucht man 25. Also müsst ihr hier roundabout sechsmal rein, siebenmal, um genau zu sein. Und habt dann genug Sehnen, um die Sambuke auf Level 5 oder Level 4, ich bin mir gerade nicht sicher, zu bekommen. Und genauso geht das mit den Torsionsfedern, mit dem Aal, mit den Torsionsfedern, mit den Schraubgewinden, mit dem Gummi, genauso. Ihr markiert euch, wo es das gibt, geht dorthin und farmt das dort. Und am besten immer in der Gruppe, weil in der Gruppe kriegt ihr dreimal bis viermal so viel Loot. Noch ein Top-Tipp bezüglich Magnetitbarren, der wird nämlich auch sehr oft gebraucht. Und den könnt ihr richtig viel unten bei Grande Falaise einmal komplett rumfarmen
und beim Holländer Camp einmal farmen. Da würde ich euch raten, geht nicht weiter als hier, weil hier ist dieser Giftturm, der macht richtig schön viel Schaden. Deswegen nur hier einmal rumgehen und wieder zurückfahren. Und dann habt ihr ganz viele Magnetitbarren. Und ich habe bestimmt auch noch ein paar Sachen vergessen, die essentiell sind. Geht einfach in den Codex, lasst euch anzeigen, wo es was gibt. Grünherz, Plankenfeld, gerade noch ein und Eisenholz. Aber lasst euch das Ei markieren und dann könnt ihr das Zeug farmen. Dann gibt es ja hier diese schöne neue Mission und da wurde ich oft gefragt, ey Lou, wie kann ich die Mission abschließen? Ich weiß nicht, wo es den Bojenkasten gibt, weil den kann man sich mit Codex leider nicht anzeigen lassen. Dafür müsst ihr im Kaperbrief die Belohnung einfordern. Belohnung Stufe 20 im Quartiermeister, habe ich selber auch noch nicht. Hier, wenn ihr auf Stufe 20 seid, gibt es den Bojenkasten und damit könnt ihr dann auf die Suche gehen und Schiffe versenken. Es gab einen kleinen Fehler, ist er mittlerweile ein Hotfix draußen. Wenn ihr den Bojenkasten habt, den einsetzt, dann könnt ihr euch diese Mission auch holen. Und zum Abschluss nochmal eine Kleinigkeit zu den Manufakturen. Gradet die auf gar keinen Fall höher als 8 ab, eigentlich sogar besser 6 oder 7, weil sobald ihr auf Level 9 und 10 seid, kostet eine 8er-Münze doppelt so viel Silber. Da gibt es eine ganz genaue Ausrechnungstabelle, aber einfach damit ihr es gehört habt und es nicht macht, gradet eure Manufakturen nicht auf Stufe 10 ab. Und damit meine ich auch wirklich die gesamte Saison nicht auf Stufe 10. Mit der letzten Änderung macht es rein silbermäßig keinen Sinn, das hochzumachen. Das wird so exponentiell teurer. Deswegen bleibt auf Level 6 oder 7, maximal Stufe 8, so wie ich es hier gemacht habe, und geht auf gar keinen Fall höher, weil dann eine 8er-Münze, wie gesagt, bis zu doppelt so viel Silber kostet. Das liegt einfach daran, dass ein Upgrade einer Manufaktur leider nur 1-2 8er-Münzen mehr gibt, aber viel, viel, viel mehr Silber kostet. Das ist leider nicht so gut gemacht. Hier sieht man zwar auf Level 10 gibt es 76, aber glaubt mir, bei den allermeisten Manufakturen macht es keinen Sinn, über Stufe 7 beziehungsweise 8 zu gehen. Bald das auf jeden Fall im Hinterkopf. Falls auch irgendwelche Fragen offen sind, dann joint auf jeden Fall den Discord, der unten verlinkt ist. Da geht noch richtig Post ab. Die Leute sind da sehr hilfsbereit. Ich frage da auch öfters mal um Hilfe. Und es kommt da auf jeden Fall auf den Discord, wenn ihr da auch Leute zum Zusammenfarmen sucht. Weil, wie gesagt, Zusammenfarmen bringt 2-3-mal so viel Loot. Ich hoffe, ich habe einige Fragen beantwortet, wenn ihr nichts von Skull & Bones verpassen wollt. Wie gesagt, sobald ich die Brick habe, gibt es dazu auch nochmal ein Video. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Die Brick hat an der Seite 10 Luken. Also der Bild für die Brick wird auf jeden Fall extrem nice. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Auf ein Like auf dem Video würde ich mich auch sehr freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.